Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die umstrittene Justizreform vorerst gestoppt. Sie wird erst in der Sommersitzung der Knesset wieder aufgegriffen. In der Zwischenzeit sollen Verhandlungen über die Reformen stattfinden. In einer Fernsehansprache erklärte Netanyahu, es gehe darum, einen Bürgerkrieg zu vermeiden. Eine extremistische Minderheit wolle Israel auseinanderreißen. Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir hatte Netanyahu gewarnt, er dürfe der Anarchie der Straße keinesfalls nachgeben. Doch dann gab Ben-Gvir überraschend bekannt, er stimme der Verzögerung der Gesetzgebung zu. Nach hebräischen Medienberichten hat Netanyahu ihm im Gegenzug versprochen, eine Nationalgarde aufzustellen. Die soll Ben-Gvir unterstellt werden. Die Proteste in Israel waren eskaliert, nachdem Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Verteidigungsminister Yoav Gallant entlassen hatte. Der hatte erklärt, die Spaltung des Volkes treffe auch die Armee und gefährde die nationale Sicherheit. Nach dem Rauswurf Gallants gingen Hunderttausende auf die Straße. Während sie vor dem israelischen Parlament lautstark demonstrierten, legten streikende Arbeiter den Ben-Gurion-Flughafen lahm. Beschäftigte von Kindergärten und Universitäten, Einkaufszentren und Krankenhäusern schlossen sich den Demonstranten an. Sie warfen Netanyahu vor, das Land in eine Diktatur zu führen. Zwei israelische Soldaten sind im palästinensischen Dorf Huwara südlich von Nablus durch Schüsse schwer verletzt worden. Nach Armeeangaben feuerten Terroristen aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug auf die Soldaten und flohen vom Tatort. Es war die dritte terroristische Schussattacke auf Juden in Huwara innerhalb eines Monats. Im Februar wurden dort zwei Brüder ermordet. Dann wurde ein Israeli schwer verletzt, als er mit seiner Frau durch Huwara fuhr und ein Terrorist aus nächster Nähe durch die Windschutzscheibe seines Autos schoss. Zuvor hatten israelische Siedler in Huwara Autos und Häuser angezündet. Mittlerweile ist ein Großaufgebot an Soldaten vor Ort, um für Ruhe zu sorgen. Die Israelis sind so glücklich wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr. Das haben die neuen World Happiness Rankings gezeigt. Der vierte Platz Israels ist die beste Position seit Beginn der Veröffentlichungen im Jahr 2012. Die Rangliste basiert auf der Selbsteinschätzung der Bewohner von 137 Ländern sowie auf wirtschaftlichen und sozialen Daten. Israel wurde noch vor Beginn der Massenproteste gegen die Regierung bewertet. Finnland wurde zum sechsten Mal in Folge zum glücklichsten Land der Welt gekürt, während Afghanistan erneut das unglücklichste Land war, dicht gefolgt vom Libanon. Deutschland landete auf Platz 16. Wir schauen noch aufs Wetter. Das wird allmählich freundlicher und wärmer. In Jerusalem werden bei Sonnenschein bis zu 22 Grad erwartet, in Tel Aviv bis zu 24 und am Toten Meer bis zu 26 Grad. Das waren unsere Meldungen der Woche. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit.